Hello Friends und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es schon mein 8. Food Diary. Ich habe einfach wieder gefilmt, was ich die ganze Woche lang gegessen habe. Wenn ihr diese Videos mögt, gebt gerne einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Es ist wie immer realistisch, weil ich euch alles zeige, auch wenn ich mal was nicht so Gesundes esse. Ja, ich hoffe, es gefällt euch und ganz viel Spaß bei dem Video. Breakfast am ersten Tag. Und sorry für die schlechte Qualität, ich habe meine Kamera nicht. Das bessert sich aber ab meinem Mittagessen. Und zwar ist es einfach Sojajoghurt mit einem ganzen Apfel, Banane, Mandel und Erdnussbutter. Und dazu gibt es einen Kaffee. Und ich habe heute Morgen schon eine heiße Zitrone mit Apfelessig getrunken. Das habe ich aber vergessen zu filmen. Aber das mache ich mal als erstes. Zeige ich euch morgen dann auch. Yummy. In die Schule nehme ich mir zum Snacken ein paar Gurken mit und ein bisschen Paprika. Und noch einen Tee. Mache ich mir hier gerade auch zum Mitnehmen. Und zwar nehme ich mir von Poka den Kakao. So, ich bereite mir gerade Mittagessen für Montag und Dienstag vor, da ich dann Nachmittagsschule habe und das dann immer mitnehme. So habe ich hier einmal von Uncle Ben's dieses Dreikorn-Mix mit Quinoa gemacht, mexikanisch. Und die Gyro-Streifen, das habe ich einfach alles zusammen angebraten. Und ich werde mir einfach eine bunte Bowl machen. Hier ist schon Salat drin, da kommt dann noch Gurke, Avocado, bisschen Tahini-Dressing. Mal gucken, was ich noch alles finde. Aber ja, ich überlege mir gerade, ob ich da noch ein bisschen passierte Tomaten reinmache. I don't know. So, das ist jetzt Lunch für morgen und für übermorgen. So einfach Gurke, Tomate, Salat, Schafskäse und das, was ich euch gerade schon gezeigt habe. Hier genau das Gleiche. Yummy, ich habe das jetzt mit so ungesüßter Sojamilch gemacht. Bisschen aufgeschäumt, dann einfach einen Kaffee rein. Und dazu gibt es jetzt noch ein paar Trauben. Geilo. So, ich bin zurück von der Fahrschule. Ich habe richtig, richtig Hunger. Und zwar ist jetzt so ein Salat mit Tomate, Paprika und Gurke und Schafskäse. Dazu noch so ein Brötchen mit Käse. Die sind von Aldi und die schmecken so geil. Das esse ich zusammen mit ein bisschen Frischkäse und Räucherlachs. Geil. So, das letzte für heute ist noch so ein Ingwer-Zitrone-Tee. Dann werde ich auch gleich ins Bett gehen. Nämlich schon fast 9:30. Brekkie Today. Ich habe mir einfach einen Toast mit Erdnussbutter und Banane gemacht. Und wie immer gibt es dazu einen leckeren Kaffee. Und ich bin voll erstaunt, dass diese Sojamilch so gut schäumt. Richtig nice. Das nehme ich in die Schule mit. Einfach ein bisschen Gurke und Apfel. Mein Mittagessen ist das gleiche wie gestern, also einfach dieses Reis mit Soja geschnitzten Gurke, Tomate, Salat, Schafskäse und Tahini-Dressing. Yep. Coffee Time. Es gibt einen Kaffee und als Snack ein paar Trauben, ein bisschen Apfel und ein paar Walnüsse. Wupp, wupp. Es ist gerade nämlich fast 5:30. Ich hatte Nachmittag. Und wir haben Ausdauertraining und Volleyball gemacht. Das war richtig anstrengend. Ich habe heute noch Nachhilfe und noch Zumba. Also ein very stressful day, aber... Ich mache mir gerade Abendessen. Bin vom Gym zurück und zwar ein Spiegelei. Und ein Bagel. Mit Lachs und Avocado und allem. Es ist mittlerweile schon 9:20. Und ich bin so done mit dem Tag heute. Aber ja, war produktiv auf jeden Fall. Oh yes, that's the finished dinner. Ein Spiegelei, die zweite Hälfte habe ich übrigens mit Peanut Butter und Banane. Was sonst? Tja, ich freue mich jetzt richtig. Als erstes gibt es natürlich wieder eine heiße Zitrone heute Morgen. Ich habe diesmal keinen Apfelessig reingetan, weil ich irgendwie noch nicht ganz überzeugt von der Sache bin. Aber ja, ich probiere jetzt, wie es ist, wenn ich nur eine heiße Zitrone trinke ohne Apfelessig. Okay, ich habe mir heute zum Frühstück eine Smoothie Bowl gemacht.
Und zwar besteht die aus Himbeeren, Proteinpulver, Sojajoghurt, Wasser und ein paar Haferflocken. Und als Topping habe ich drauf gegeben Banane, Kokosflocken, Granola. Und dazu gibt es mal wieder einen Kaffee. Und dieses Frühstück schmeckt wirklich so, so gut. Ich liebe das. Wenn ich Zeit habe und Lust, dann mache ich mir das richtig, richtig gerne. In die Schule nehme ich mir einfach wie immer ein paar Gurken mit und ein paar Trauben heute. Mache mir gerade zum Mittagessen ein Omelett mit zwei Eiern, Milch, Zucchini, Champignons und Schafskäse. Dazu noch ein Knäckebrot mit diesem Aufstrich. Der schmeckt mega geil. Yummy, so sieht es jetzt fertig aus. Ich habe auf die andere Seite einfach noch Frischkäse, Lachs und Avocado gegeben und da noch ein bisschen Gurke drauf. Und ja, habe ich jetzt sehr, sehr arg Bock drauf. Oh yes, Coffee. Das habe ich auch gerade gegessen. War auf jeden Fall delicious. Leute, das hier ist mein Abendessen für heute. Es sieht jetzt irgendwie ein bisschen weird aus. Aber das sind eigentlich nur so Salatwraps. Also ich habe jetzt zwei Salatblätter genommen. Dann habe ich da Avocado drauf, Paprika drauf, Gurke drauf und Karotte, habe ich schon gesagt. Keine Ahnung, halt Gemüse. Und dann habe ich einfach Pesto mit Olivenöl gemischt und ein bisschen Wasser und das da drauf gegeben. Und das werde ich jetzt sozusagen als Wraps essen. Ja, da habe ich mega Bock drauf. Yum, yum, yum. Heute gibt es natürlich auch wieder als erstes eine heiße Zitrone. Yum. Kaffee, wie immer. Und dazu gibt es heute einen Porridge. Und zwar habe ich den mit Chiasamen gemacht und Wasser gekocht. Dann auf der anderen Seite Sojajoghurt. Zwischendrin ist Banane. Da unten drunter ist noch viel, viel mehr Banane. Dann hier Blaubeeren und ein bisschen Erdnussbutter, sieht so gut aus. Yes. Ich habe mir zum Mittagessen etwas asiatisch angehaucht gemacht. Und zwar sind es so Garnelen mit Zucchini und so Mi-Nudeln. Heißen die Mio-Nudeln? Mio-Nudeln? Und so Mi-Nudeln. Und dann habe ich das einfach mit Kurkuma gewürzt, mit Gomasio und Harissa. Und alles zusammen angebraten. Ach so, und dann habe ich eigentlich noch Brokkoli gemacht. Ja, den esse ich auch noch. Genau, dazu noch ein bisschen Brokkoli, weil der musste weg mit Salz und yes, das ist mein Mittagessen. Kleiner Snack, es gibt eine Nektarine und ein paar Trauben und dazu gibt es gleich noch einen leckeren Kaffee. Yum, yum. Ja. Zum Abendessen gibt es Blumenkohl in so einer Käse-Senf-Soße überbacken. Sieht richtig gut aus. Ich werde hier jetzt gleich ein bisschen Tote Mädchen lügen nicht gucken. Bin schon bei Folge 10. Und ich werde jetzt hier noch ein bisschen von diesem Halo-Top probieren. Und zwar habe ich die Geschmacksrichtung Sea Salt Caramel. Und ich habe das noch nicht probiert, diese Sorte. Bin sehr gespannt, wie das schmecken wird. Schmeckt eigentlich ganz gut. Also die Konsistenz von diesem Halo-Top ist immer ein bisschen anders als von normalem Eis, aber ja, kann man wirklich essen. Ich finde es irgendwie voll komisch, dass es Karamelleis ist und dass es weiß ist. Das hier ist mein fertiges Frühstück heute und zwar ist es ein Chia-Pudding. Dafür habe ich gestern Abend Magermilch und eine Banane gemixt. Das dann mit Chiasamen vermischt über Nacht im Kühlschrank. Dann habe ich dann noch heiße Himbeeren drauf, bisschen Apfel, bisschen Granola und Kokosflocken. Und dazu trinke ich wie jeden Morgen einen Kaffee. So, ich mache mir jetzt morgen für die Schule Mittagessen. Dann mache ich mir so Sommerrollen aus so Reispapier und da rein tue ich Garnelen, Avocado, Zucchini und Gurke. Dazu mache ich dann noch so eine Erdnusssoße. Mein Dip ist jetzt fertig. Der besteht aus Erdnussbutter, Tahini, Zitronensaft, Salz, Gomasio, ja, Wasser. Und ich glaube, das war's. Ja, schmeckt super. Zum Mittagessen nehme ich mir natürlich einfach das hier mit, was ich euch gestern gezeigt habe. Und ja, in die Schule nehme ich dann, glaube ich, noch den Rest von diesem Apfel mit, einen Tee und ein bisschen Gurke. I guess. Und ja, that's it. So sieht der Spaß jetzt aus. Und das nehme ich einfach so als Snack mit. So, ich bin jetzt zurück aus der Schule. Mein Mittagessen war sehr lecker.
Und jetzt gibt es erstmal Kaffee und Kuchen, weil ich hatte ja Nachmittagsschule. Meine Mama hat mir von Aldi so 3 Bilderrahmen mitgebracht. Ich finde die richtig schön, die sind so goldfarben. Werde ich auf jeden Fall in meinem Zimmer aufhängen. Ich finde auch, hier so sieht es voll schön aus, wie die das gemacht haben. Yay. Und zwar hat meine Mutter so Apfelkuchen gebacken, der schmeckt richtig lecker. Mit so karamellisierten Mandeln obendrauf oder so. So einem Mürbeteig, glaube ich. Ja, richtig lit. Yum. Ich esse hier gerade eine Zwetschge. So, das hier ist jetzt mein Abendessen. Es gibt Salat mit Tomate, Schafskäse, Oliven, Gurke, allen möglichen. Dann noch ein bisschen Gemüse. Habe ich mir noch einen Lachs dazu angebraten und so ein Brötchen, das mit Käse überbacken ist. Ja, sieht sehr lecker aus. Finish Breakfast. Ich esse heute einfach Sojajoghurt mit Vanille-Proteinpulver gemischt. Darauf habe ich gegeben ein bisschen Apfel, Banane und Traube. Und dazu trinke ich wie immer einen Kaffee mit Sojamilch. Für die Schule. Heute nehme ich mir in die Schule einen sehr bunten Salat mit. Und zwar habe ich hier einmal Gurke, Tomate und Schafskäse. Dann grünen Salat. Von gestern Abend ein bisschen Tofu, den ich mit Sojasauce angebraten habe. Und nochmal ein bisschen Kürbis, den wir auch noch übrig hatten, mit so Mais ist da drauf, Kürbiskern und Schafskäse. Und ja, ich finde, es sieht richtig lecker aus. Dazu habe ich mir ein Dressing gemacht und zwar ist es Vinaigrette, also Essigöl, mit Sojajoghurt und Tahini und Zitronensaft. Habe ich mir selbst so ein bisschen angemischt. Und ja, das werde ich heute in der Schule essen. Das ist krass. So, wir sind jetzt Eis essen, weil wir waren gerade im Chillen. Ich nehme eine Kugel Fleur de Sel. Geil. Was fehlt denn? Also ich glaube, in den Food Diaries sehe ich immer am besten aus. Guck mal, wir sind wieder unserer Tradition nachgekommen. In die Food Diaries sind wir Eis essen. Ja! Ich mache mir heute zum Abendessen solche Farfalle, weil ich irgendwie voll Bock auf Nudeln habe. Und zwar mache ich die zusammen mit ein bisschen Tofu und Zucchini, mache ich dann noch so ein bisschen Tomatensauce draus. So sehen meine Nudeln jetzt aus. Sehr lecker, das ist mega die große Portion. Ich weiß gar nicht, ob ich das alles essen werde, aber habe mega Bock. Yes. Dazu werde ich noch ein bisschen Salat essen. So, ich backe mir gerade ein Bananenbrot. Ich kann euch das Rezept dazu mal in der Infobox verlinken. Da habe ich mein Video zugedreht. Und ja, ich habe vom Teig ein bisschen genascht, von Chocolate Chips ein bisschen genascht. Vielleicht werde ich davon heute Abend noch ein bisschen was essen. Ich muss aber sagen, dass ich die ganzen Nudeln aufgegessen habe. Und zwar wirklich viel. Deswegen bin ich gerade nicht so hungrig. Werden wir jetzt erstmal nur einen Tee machen. Aber ja. So sieht das fertige Bananenbrot aus. Sieht richtig lecker aus. Das war auch schon alles, was ich in der vergangenen Woche gegessen habe. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt gerne einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal und folgt mir auf Instagram. Da poste ich auch manchmal, was ich so esse und so. Ist eigentlich ganz interesting. Würde mich mega freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bye!